Oho. Ich glaube, Team Tennyson hat ein neues Maskottchen. Sehe ich recht? Aristokel, wo hast du gesteckt? Und wo ist dein wunderschönes, antikes Hutzahnrad? Das Zahnrad habe ich als kleiner Junge gefunden. Hast du denn keinen Sinn für Geschichte? Ich weiß nicht, was heute in dich gefahren ist, Vogel, aber ich vergebe dir diesen einmaligen Fehltritt. Komm zu mir zurück und wir gehen zusammen zu meinem Smythe-Rad. Was? Schlamm! Soll das eine Art Scherz sein, Aristokrähe? Guter Vogel. Was machst du bei Tennyson? Oh, weißt du, er hängt nur mit seinem neuen Kumpel ab. Du verräterisches Geflügel! Da ist er! Wir müssen nur den Ausschaltknopf finden. Einfach, oder? Ich habe für dich gesorgt seit dem Tag, an dem du geschlüpft bist, Aristokrähe. Und so bedankst du dich bei mir. Du befreundest dich mit dem schlimmstmöglichen Menschen. Einem Kind ohne Sinn für die überlegene Vergangenheit. Ja, dann mach dich gefasst auf einen überlegenen Fausthieb aus der Gegenwart. Selbst wenn du mich schlagen könntest, was du nicht kannst, wäre es total egal. Mein Smytherator dürfte jeden Augenblick einsatzfähig sein. Und dann kann mich niemand mehr aufhalten. Ja, dann spitz mal die Ohren. Während wir sprechen, schaltet meine Familie gerade dein Generator aus. So wird das nicht. Uns muss etwas einfallen, und zwar schnell. Aber was können wir tun? Oh, hallo. Nimm das und das. Hat nicht mal gekürzelt. Verschwinde! Das ist beinahe so gut wie Adrenaland. Aha, ein alter Regulator. Der sorgt in der Maschine für den Druckausgleich, wenn wir ihn zerstören. Zerstören wir die Maschine. Lass mich in Ruhe, du hinterhältiger Trottel von einem Vogel. Aristokrat. Du und deine neumodische Armbanduhr werden meine Pläne nicht noch einmal durchkreuzen. Nicht heute. Gut, mein Fernglas. Es war schön mit dir. Oh, mein Smytherator! Ganz genau! Smytherator sagt auf Wiedersehen! Nein, mein wunderbarer Plan! Mein Dampfschmetterer! Der Spaß ist vorbei, du schmieriger Zylinder! Glaubst du, ich mache das aus Spaß? Ich wollte lediglich die Welt von ihren modernen Ketten befreien. Es wäre der Beginn einer glorreichen neuen Dampfära. Und ihr Narren ruiniert das alles. Dein kleiner Plan hätte das Land mit einem Supervulkan vernichtet und 1000 Erdbeben ausgelöst. Oh, wirklich? Du hast die Natur gereizt. Sie war kurz davor, sich zu wehren. So, jetzt weißt du's. Gern geschehen. Und jetzt genießen wir die tolle Aussicht nach deinem gescheiterten Plan. Fass mich nicht an, Trau! Park Ranger Power! Viel Spaß im Gefängnis, Team Smythe. Ich werde entkommen und dann beende ich, was ich angefangen habe. Du hast zwar an dem Geysir rumgepfuscht, aber Steam Smythe hat ihm die Krone aufgesetzt. Zum Glück ist die Natur auf der Seite von Team Tennyson. Mit Hilfe von unserem neuen Freund. Ja, dank dir haben wir es geschafft, Aristokrähe. Oder sollte ich sagen, Aristobruder?